dich, Moritz. Moritz ist tot und ihr habt ihn alle vergessen. Was ist los mit euch? Los, anstoßen, jetzt oder nie! Alter, wir haben Moritz vor 3 Monaten beerdigt. Wir denken trotzdem jeden Tag an ihn. Scheiße. Nicht heute, Hans. Kommt. Denkt ihr, Eltern wissen immer, was richtig und was falsch ist? Denkt ihr, Eltern machen nie Fehler? Denkt ihr, es macht mir Spaß, euch diese Sachen zu bringen? Es vergeht keine Sekunde. Ich möchte einfach nur die Zeit zurückdrehen. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Einfach die Zeit. Gangsterweg, du da hinten, der am Fenster sitzt. Hat man die nicht gedacht, dass man dich mit Gangsterweg lächerlich? Mir egal, was sie von mir denken. Du siehst mich von hinten und fängst an, deine Dinge zu denken. Diese Show ist so roh und so mies und so frisch. Ein Wort und du fliegst Gangsterweg. Weißt du, das schon gut? Hart wie ein Stein, dir nix, mir nix. Erfüllung deiner Träume im Frühling, aber Remix. Ja, ich werde versetzt. Ich hätte das niemals gedacht. Papa, der hätte mich gekillt. Aber jetzt kann ich dir sagen, wenn ich nicht versetzt worden wäre, hätte ich mich selber erschossen. Angeber. Feigling. Ich will doch nächstes Jahr nach Amerika. Du weißt, Papa hat mir versprochen, wenn ich versetzt werde, darf ich nach Amerika und dann kann die Suche beginnen. Primo, Mann. Super. Wonach suchst du denn? Nach meiner Mutter. Was? Du hast eine Mutter? Seit wann denn das? Wo ist die denn? Sie haute ab in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die neue Welt. Ich wurde noch nie in meinem Leben geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, geschlagen zu werden. Manchmal schlage ich mich selber, nur um zu wissen, wie das Gefühl ist. Ich glaube nicht, dass ein Kind dadurch besser wird. Wodurch besser wird? Dass man es schlägt. Los, schlag mich! Schlag mich doch, oder hast du Angst? Ich war kein kleines Mädchen. Ich bin kein kleines Mädchen. Ich bin nicht so wie die anderen, die gleich Auer schreien. Im Aushalten bin ich ganz groß. Los, schlag mich! Du hast keinen Vater, der dir alles opfert. Du könntest jederzeit Maler, Schriftsteller oder Filmemacher werden. Vergiss, mein Freund, ich habe eine Hexenmutter. Komm, jetzt roch ein und das hält man kaum den Kopf aus. Okay. Anfänger. Hörst du das? Was meinst du? Hör mal! Ich höre nicht. Psst! Hör mal, das Rauschen der Wellen. Weiß man, was Dunkelheit bedeutet, ohne das Licht zu kennen? Seine bloße Existenz erinnert die anderen daran, wie wenig es bräuchte und es ihm, so wie ihm, erginge. Weiß man, was Verlieren bedeutet, ohne einmal im Leben gewonnen zu haben? Vielleicht würde man dem Verlierer sogar beistehen, wenn er nur endlich aufgeben würde. Kann man ein eigenes Leben führen? Aufgeben. Ich kann nicht mehr sagen. Ich will, dass alles stehen bleibt. Weiß irgendjemand da draußen, nach was wir Ausschau halten? Auslöschung. Vollkommene Auslösung.
Frieden, Stille, Tiefe, Blau. Ich kann ihm noch nicht mal helfen. Ich bin nicht recht. Ich bin nicht, ich werde wahnsinnig. Lieber Melchior, mein einziger und ewiger Freund. Hier gibt es eine Welt, die du noch nie gesehen hast. Das tiefste Blau überall. Ich kann immer tiefer hinabsteigen. Es ist wie unter Wasser atmen können. Wie schweben. Wie fliegen ohne Flügel. Ich kann auch abtauchen in diese Tiefe. Ich halte den Druck auch aus. Ich schaff das auch, Moritz. Warte doch auf mich. Ich warte auf dich. Du weißt ja, wo ich bin. Wenn du mit einem fertig bist, kommst du zu mir. Mein einziger und ewiger Freund. Niemand hat an mich geglaubt. Es gibt Geschichten, die sind so unglaublich, um wahr zu sein. Doch gerade deshalb sollte man sie glauben. Du musst einfach vertrauen. Adieu. Moritz, warte doch. Ich halte das auch aus. Ich kann auch ein Diamant werden. Bitte, Moritz, warte. Wie willst du leben, ohne dich dem Leben anzuvertrauen? Wie willst du lieben, ohne dich der Liebe anzuvertrauen? Vertrau einfach. Glück auf deinen Weg und leb wohl. Moritz, warte!